Good morning in the morning. Es ist 5.30 Uhr. Ganz schön früh. Aber guckt mal, da vorne geht voll schön die Sonne auf. Ich treffe jetzt auf das Team. Ich habe das Frühstück verpasst, weil das war vor einer halben Stunde. Aber der Raul bringt mir jetzt Croissants mit, zum Glück. Auf die Männer ist Verlass. Da kommt der Frühstücksexpress. Du hast tatsächlich mir Croissants mitgebracht. Natürlich. Sind sogar noch halb voll warm. Gut. Nicht im Ernst. Boah, das ist ein Service. Die sind vielleicht wirklich noch warm, warte. Ah ja, ein bisschen noch. Lauwarm. Mit dem Finger richtig reinsteckst. War toll, so. Voll gut. Soll ich das nehmen? Ja, bitte, weil der Rest fällt mir gleich runter. Warte, ich nehme das mal. Ja? So, auf der Seite. Ja, jetzt läuft, also. Ich leg da aber eh Musik drüber. Übers Frühstück Musik legen? Ja? Guck mal hier. Es gibt Menschen, denen sollte man keine Kamera in die Hand geben. Sie will in Ruhe frühstücken, wir lassen sie aber nicht, weil wir müssen sie ja schön auf Trab halten, weil sie geht nämlich gleich mit uns an den Drehort. Oh, guck mal, der hat meine Tasche geholt, voll süß. Der Mann hat meine Tasche geholt. Der Mann von der Tui hat meine Tasche geholt. Hat es geringes oder was ist das? Das ist raureif. Kondenswasser. Raureif, Herr Raul Richter. Raureif. Das ist der Ralle-Richter. Es gibt auch den Begriff. Das darf ich aber nicht sagen. So, und wisst ihr, was das da ist? Das ist der anstrengende Regisseur. Das ist Raulreif. Sehr geehrte Frau Hansen, darf ich sonst noch etwas für Sie tun? Nee, danke, ich bin gerade ganz glücklich. He fucking pays the party. Ihr seid alle so drupp, ne? Würde eventuell jemand mal das Erdbeerkörbchen für uns holen? Macht doch der. Wo ist das Erdbeerkörbchen, Herr Deile? Doch, ganz oben. Jemand hat das Auto geklaut. Da jetzt alle hin, oder? Oh, da ist das Erdbeerkörbchen. Okay, let's drive. Muss ich fahren, ne? Nee, ich fahre. Wie, bist du blöd? Ich fahre. Das ist doch Annikas Auto, los. Ja, du fährst. Okay, ich fahre jetzt, los, mach auf. Mach die Musik an. 6.20 Uhr, wir tanzen auf der Straße beim Sonnenaufgang. Der Mann filmt das. Ich nenne mich in meinem Video nur noch der Mann. Ist das okay? Der Mann. Aber guck mal, mega Licht. Hier wird auch schon gearbeitet. Da geht die Sonne auf. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTubies. Und jetzt fahren wir Cabrio. Das ist auch echt warm. Jetzt könnte ich das Amadeus-Geräusch machen. Machst du das nochmal bitte? Ich glaube nicht. Nein, eigentlich kann er machen wie Amadeus von Bibi und Tina, aber er will das immer nicht machen, wenn die Kamera läuft. Mach ich das. Also kalt ist es auf jeden Fall. Aber die Sonne geht halt mega schön auf und wir haben mal wieder keine Ahnung, was jetzt ansteht. Die von der TUI haben gar keine Ahnung, wie lange 15 Minuten sind. Die sagen immer, wir brauchen nur 15 Minuten. Aber wir fahren schon viel länger. Mir ist kalt und dem Raul ist auch kalt. Eigentlich ist dem Raul noch ein bisschen kälter als mir. Und das, obwohl wir die Heizung, guck mal, schon volle Granate anhaben. Wer kam eigentlich auf die Idee, das Dach aufzumachen? Scheiß Idee war das. Scheiß Idee. Aber vielleicht sind wir bald da, weil wir fahren jetzt schon eine halbe Stunde und da es angeblich nur 15 Minuten weg ist, könnten wir bald da sein. Ja, wir sitzen immer noch im Auto. Also die besagte Viertelstunde ist inzwischen auf fast 40 Minuten ausgewachsen. Sagt man das so aus? Ihr wisst, was ich meine. Oder? Ausgeweitet. Die Zeitspanne, die wir im Auto sitzen, hat sich enorm ausgedehnt. Die haben uns, glaube ich, Quatsch erzählt. Das Ding ist, wir wissen ja immer gar nicht, wo wir hinfahren. Aber das sieht voll schön aus da hinten mit der Sonne, ne, hinter uns. Oh, voll das Sommervideo. Oh, wir machen voll den Roadtrip. Ja. Ja, wir wüssten nur ganz gerne, wo es hingeht. Wir fahren halt diesem Auto hinterher. Da. Wir fahren immer diesem Auto hinterher. Und haben jetzt mal das Verdeck zugemacht, weil wir dachten, es dauert vielleicht noch was. Ja, tut's auch. So groß ist die Insel gar nicht. Hier kann man gar nicht so lange fahren eigentlich. Glaube ich. Aber anscheinend doch. Hier ist ein Schmetterling. Und der ist zahm. So ein bisschen. Irgendwie, wo ist er denn? Guck dir das mal an. Das ist voll krass. Es werden noch immer mehr Leute. Ich weiß nicht, wollen wir nicht reden? Ja, würden wir gerne. Aber wir haben gerade voll der Schmetterling. Wir haben gerade das Format geändert. Ich hasse Schmetterlinge. Achso. Ich liebe Schmetterlinge. Wo ist der süße Schmetterling? Wo ist der süße Schmetterling? Genau das, was ich haben wollte. Nee, du stellst dich dann nochmal, das war echt gerade. Scheiß auf diesen Schmetterling, das kannst du nochmal sagen. Ich will jetzt drehen. Ja, ich will jetzt arbeiten. Komm, kleiner Schmetterling. Ich will jetzt ins Hotel. Versteht nur. Ihr wisst, dass es früher mal eine richtig eklige Raupe war, ne? Die war so eklig, das habt ihr euch nicht, das war so wieder. Hallo?
Zum Glück ist der Ton aus. Nee, ist er nicht. Wir haben ja ein kleines Kameramikro. Ach, ja. Ihr habt, das erzählt mal. Viele bei euch beide, ne? Ich nehme ihn nochmal. Wie Annika mit dem kleinen Schmetterling umgeht. Und schau mal. Jetzt schau, der Schmetterling ist bei mir. Der Schmetterling ist bei mir, der ist so schön. Und warum ist der denn so handsam? Der Hallo. Ist giftig. Sag es euch. Tot. Der ist giftig. Hallo, wie heißt du? Peter. Was meint ihr, wie der heißt? Nein, der heißt nicht Peter. Ich finde, der sieht aus wie ein... Boah, der hat mal, da so einen Rüssel, guck bitte, mal. Ja, jetzt saugt er dich aus. Der sieht aus wie ein... Boah, der krabbelt ganz viel, der hat einen Rüssel, der rüsselt mich an. Ein Schmetterling. Das ist ein Alter, was ist das denn für ein Viech? Vor allem, der wird ja zum Menschen. Das ist total... Boah, du Alien. Das ist ein Alien, ich sag's euch. Geh weg, Alien. Hier wird gesoffen. Wir erleben einfach einen Haufen richtig tolle Sachen. Und jetzt schreiben wir mit einem Holzstab, den der Raul mir geklaut hat, Menorca in den Sand. Ja? Ja. Wahrscheinlich nicht so groß, weil Chance. Ja, die sind ja ganz schön groß. So, dass wir das Gesicht haben. Okay, ich fange hier an. Er hat den Amadeus für mich gemacht. Mach nochmal bitte. Nein. Er hat so gemacht. Panik. Weil er hat mich ausgelacht, weil ich gerade das Pferdevideo von heute Morgen nochmal angeguckt habe, weil ich das so schön finde. Und er so, guckst du das Pferdevideo? Und ich so, ja. Ey, da kommt, ach so, das ist der Mars. Das ist der Mars, der Orjeur. Wir haben nämlich einen Orjeur dabei. Das ist die Kombi aus Voyeur, aber halt mit dem Ohr. Also der hört uns immer zu. Das ist nämlich der Tonmann. Und er findet das ganz spannend, was wir so erzählen. Wir zwei. Verstehe ich gar nicht. Du Orjeur! Ich höre das alles auch ohne Kopfhörer. Haben wir. Habe ich eine eisgekühlte. Aber ist da auch was. Guckt essen? Euch das mal an. Ist das nicht ein Service? Ich werde hier behandelt wie eine Prinzessin. Sie das ist es. Auf und der ich? Erste. Ich wie der letzte Hofnarr. Ja, naja. Jetzt sehen wir recht. Jeder, was er verdient. Ich meine, warum? Frag dich mal, warum, mein Freund. Habt ihr was zu essen? Du kriegst heute nichts mehr zu essen. Ein Mensch und Wasser. Wie eisgekühlte Fanta. Ein Mensch.